Suche nach Tayo auf YouTube. Rund und fett, der Kürbis ist so rund und fett, Jack O'Lantern. Die Scheuche ist lustig und still, die Scheuche ist lustig und still. Was macht sie denn? Was macht sie denn? Der Kürbis ist so rund und fett, der Kürbis ist so rund und fett, Jack O'Lantern. Die Scheuche ist lustig und still, die Scheuche ist lustig und still. Was macht sie denn? Das liebe Gespenst kam zu mir nach Haus. Das liebe Gespenst kam zu mir nach Haus, gar nicht gruselig. Die liebe Hexe kam zu mir nach Haus, zu mir nach Haus, zu mir nach Haus. Die liebe Hexe kam zu mir nach Haus, sie ist nicht böse. Das liebe Gespenst kam zu mir nach Haus, zu mir nach Haus, zu mir nach Haus. Das liebe Gespenst kam zu mir nach Haus, gar nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Die liebe Hexe kam zu mir nach Haus, zu mir nach Haus, zu mir nach Haus. Die liebe Hexe kam zu mir nach Haus, sie ist nicht böse. Glaubt ihr, dass sie da wieder sicher rauskommen? Hallo Leute, ich habe gehört, es lebt ein Geist in diesem Haus. Oh, sehen wir es uns an. Was ist, wenn der Geist uns fängt? Ich habe keine Angst. Kommt. Ich weiß nicht. Warte. Was? Hast du Angst, Lani? Das wird schon gut gehen, Lani. Meinst du wirklich? Okay, kommt schon.
Okay. Es ist so dunkel hier. Was ist das? Ich hab Angst. Es kommt auf uns zu. Tu uns nichts. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Wo sind denn alle? Hey, Leute! Tu mir nichts! Lass mich bitte runter! Niemals! Hilfe! Hilfe! Hey, Leute! Wo seid ihr denn? Was ist das? Warum öffnet sich die Tür von selbst? Huh? Lani? Lani! Oh nein, ich hab Angst! Lani, wo bist du? Was ist das? Ich will hier raus! Autsch! Mein Rad ist wieder gebrochen! Ich dachte, ich habe was gehört. Hilfe! Ist hier jemand? Nein, tu mir nicht weh. Tu mir nichts. Geh weg. Hey, Tayo. Lani! Tayo, du bist okay! Schnell weg! Schnell! Ich will das kriegen! Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Rogi? Ich hol dich dabei raus! Herr Gabelstapler? Willst du ein Wettrennen? Was? Fahr schnell, Rogi! Frag mich, wenn du kannst! Wie kannst du es wagen? Dich Gabi, schnappe ich nein. mir! Oh nein! Hinter dir! Los! Hier geht's raus! Mach mich nicht wütend! Jetzt sind wir sicher. Aber wo ist Rogi? Oh nein! Sollen wir zurückfahren? Hey, Leute! Rogi! Jetzt sind wir alle sicher. Wir waren alle um dich besorgt. Da gehe ich nie wieder hin. Lass uns nach Hause fahren. Da seid ihr! Dieses Mal kriege ich euch. Kommt her! Denkt ihr, die Busse sind heute Abend sicher? Tayos vier Wünsche für Halloween. Die kleinen Busse sind zu einer Halloween-Party eingeladen. Sie können sich etwas wünschen, aber jeder Bus hat nur einen Wunsch frei. Wow! Hallo, Freunde! Komm mit uns zur Halloween-Party, Tayo. Oh nein, das ist ein Gespenst! Was ist denn da drüben? Wow! Oh. Näher betrachtet sind sie eigentlich ganz niedlich. Das ist ein toller Gespensterbaum. Hallo, Leute. Seid ihr bereit für die Halloween-Party? Wie sehe ich aus? Spitze, oder? Ich bin Lani, das Gespenst. Also, wo findet die Party denn statt? Keine Sorge. Ich kenne mich hier echt gut aus. Ich war schon über 100 Mal hier. Wirklich? So ein Lügner. Ich weiß, du bist zum ersten Mal hier, Tayo. Also, folgt mir hier lang. Brumm, brumm. Kleine Busse fahren durch. Wow. Das Schiff berührt fast den Himmel. Das ist bestimmt gruselig. Glaube ich nicht. Ich bin doch mutig. Rogi hat bestimmt Angst.
Wo ist Rudi? Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er denn bloß? Rudi! Rudi! Ich rieche etwas Süßes. Was könnte das sein? Wow, es ist Zuckerwatte. Ich will Zuckerwatte haben. Mein Halloween-Wunsch ist wahr geworden. Schmeckt so gut. Hey, Rogi, wo bist du? Entschuldigung, hast du Rogi gesehen? Oh, Moment, er weiß etwas. Folgen wir ihm. Alles klar. Na los doch. Beeilt euch. Komm schon. Oh mein Gott, ich bin erschöpft. Tayo ist so schnell, ich kann ihn nicht einholen. Wir haben Rogi und Tayo verloren. Es ist fast zu spät für die Party. Ich gehe sie suchen. Oh, okay, pass auf dich auf. Schnell! Echt spitze! Ich wünschte, ich wäre so schnell! Oh nein! Das ist zu schnell für mich! Langsamer bitte! Oh. Wo bin ich denn? Bist du hier drin, Rogi? So viele schöne Kleider! Oh. Entschuldigung? Gehst du auch zur Halloween-Party? So kannst du nicht gehen. Wie soll ich? Ich werde dich verkleiden. Ich werde meine Freunde erschrecken. Da ist ein Gespenst. Rogi, wo warst du denn? Wag es ja nicht, mir zu folgen. Hey, Rogi, ich bin's, Lani. Ah! Was soll ich denn tun? Oh, ich falle auseinander und kann jetzt nicht mehr zur Party. Oh. Rogi! Lass mich in Ruhe! Tayo, ein Gespenst jagt mir nach. Ein Gespenst? Hey, Leute, ich bin's, Lani. Warte, bist du wirklich Lani? Du hast mir Angst eingejagt. Hey, Tayo, deine Rückseite raucht. Oh, mein Motor ist wohl kaputt. Ich kann nicht zur Party. Oh. Nein! Ich will aber mit Tayo zur Party gehen. Oh? Sieh mal! Ich bin repariert! Ja. Mein Halloween-Wunsch ist wahr geworden! Danke, Lani! Komm schon, gehen wir! Oh, wo sind denn alle? Warum kommen sie nicht? Ich will auch mit meinen Freunden zur Halloween-Party gehen. Hey, Gani! Hallo, hey, Gani! Gani. Endlich sind wir zusammen. Mein Halloween-Wunsch ist wahr geworden. Ich will jetzt endlich zur Party. Gehen wir zur Halloween-Party. Los geht's. Ich auch. Ich freue mich so. Freunde, ihr könnt auch gern zur Party kommen. Das ist so eine tolle Party. Einmal nach rechts. Einmal nach links. Und jetzt alle umdrehen. Ja. Lass uns mal hier reinfahren. Ja, ich rieche viele Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Leckere Süßigkeiten, Süßigkeiten. Süße Kinder, wie viele Süßigkeiten wollt ihr? Oh nein, Monster, Hilfe! Was? Monster? Monster, sehe ich so schrecklich aus. Ihr seid gemein. Beeil dich! Sonst kommen wir noch zu spät. Ich muss den Halloween-Wettbewerb gewinnen. Okay, Tayo. Ich mach dich zum besten Monster des Jahres. Wenn du die Schraube befestigst. Oh mein Gott! Die Schraube ist abgefallen. Ich geb auf. Du sagtest, du kannst alles machen. Du Lügner! Was? Ich ein Lügner? Ich kann die Schrauben befestigen, aber es könnte wehtun. Oh!
Hilfe! Und? Wie ist es? Die Schraube sitzt fest, oder? Oh, sehe ich wirklich wie Frankenstein aus? Übrigens, warum ist mir so schwindelig? Meine Güte, was für eine Eichel ist das? Brauche ich denn Eicheln? Oh, kann man Eicheln in Süßigkeiten verwandeln? Hier sind eure Süßigkeiten. Genießt sie. Hm? Ihr seid ganz anders gekleidet. Ist das ein Fledermauskostüm? Aha, ja. Gehen wir zum Halloween-Wettbewerb? Ich habe eine tolle Idee. Meine Damen und Herren, willkommen zum Halloween-Wettbewerb. Dieses Jahr warten viele tolle Teilnehmer auf euch. Wow, mir ist so heiß, weil das Publikum so warm ist. Oh, ich habe Todesangst. Der erste Teilnehmer, der kleine Bus Tayo. Ich bin Frankenstein. Seht ihr die Schrauben an meinem Kopf? Wow, Tayo, du siehst wirklich wie ein Monster aus. Super. Bis bald. Der zweite Teilnehmer, der kleine Bus Garni. Oh, ist das Dracula? Du stehst neben der Fledermaus. Ich stelle euch meine Familie vor. Ich bin der erste Dracula, Garni. Das ist der zweite, das ist der dritte. Jetzt saugen wir Blut. Garni, sieh mal auf deinem Kopf. Sieht wie eine echte Fledermaus aus. Nein, furchtbar. Oh nein, eine Fledermaus. Rennt, rennt alle weg. Nein, ich hab solche Angst davor. Oh weh, der Wettbewerb wurde von der Fledermaus kurz gestört. Tut mir leid. Ich stelle euch die folgenden Teilnehmer vor. Hallo, die schönsten Monster aus der ganzen Welt. Langweilig. Gar nicht gruselig. Ha, was soll das denn? Ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet. Alle anderen übertreiben es. Die nächste Teilnehmerin ist das Taxi Nuri. Hallo, ich bin als Kürbis verkleidet. Ich habe mich nicht vorbereitet. Was soll ich tun? Wow, gruselig. Super! Wie hat er das nur gemacht? Ich habe solche Angst. Oh, danke für das Kompliment. Aber ich bin ein gutes Auto, wenn du mich erst kennenlernst. Hab also keine Angst. Jetzt ist das Polizeiauto Pat dran. Ich bin die böse Polizei. Ich habe alle guten Fahrzeuge verhaftet. Oh nein! Was ist das denn für eine Polizei? Wen juckt's? Es ist Halloween. Ich bin die rosa Spinne. Ich habe 8 Beine. Wow, so hübsch. Echt toll. Dieses Mal kommt Bonbon raus. Bonbon schämt sich etwas. Oh, was riecht denn hier so gut? Hallo, ich bin ein Hotdog-Auto. Wenn ihr für mich stimmt, können alle Hotdogs essen. Wow, so hübsch. Nehmt bitte nach dem Wettbewerb euren Müll mit. Ich werde heute nichts sauber machen. Ach du meine Güte, ich bin zu spät für den Wettbewerb. Ich muss mich beeilen. Hä? Ist das nicht Zombie? Wirklich. Sieht echt aus. Ist das nicht Zombie? Wirklich? Entschuldigen Sie bitte. Wie haben Sie sich denn so gut geschminkt? Sieht wirklich echt aus. Was für ein Kostüm. Wow, sogar Ihre Darbietung ist perfekt. Wenn Sie zum Halloween-Wettbewerb gehen, kann ich Sie fahren. Ich will da auch hin. Kommen Sie schon, steigen Sie ein. Okay, fahren wir. Was ist das denn? Irgendetwas fühlt sich komisch an. Was passiert mit mir?
Ohrenmann. Oh, schau, ein Dinosaurier. Ich bin ein Triceratops. Ist mein Schwanz nicht cool? Bitte stimmt für mich. Der Wettbewerb ist fast vorbei. Ich stelle euch jetzt den letzten Teilnehmer vor. Der kleine Bus Rogi, der in einen Zombie verwandelt wurde. Überraschung! Wow, sieht wie ein echter Zombie aus. Er sieht so echt aus. Wow, das ist aber echt spitze. Ja, sieht aber eklig aus. Komm schon, ich hab Angst. Wow, das war einfach klasse. Super gemacht. Und nun herhören. Eine Runde Applaus für Rogi mit seinem tollen Act. Rogi, Rogi, Rogi. Rogi, du warst toll. Ich wusste gar nicht, dass du so viel Talent hast. Rogi bekommt wahrscheinlich den ersten Platz. Dann bin ich auf dem zweiten Platz, oder? Niemals. Aufgepasst! Durch den starken Wettbewerb sind die drei kleinen Busse in den Rängen aufgestiegen. Wow, alle sehen so gruselig aus. Gani mit Vampir-Make-up. Frankenstein Tayo. Als letztes zeigte uns Rogi einen tollen Act. Erstens, den dritten Platz für gruseligstes Auto des Jahres belegt Vampir Gani. Wow, das ist überraschend. Aber danke. Der ganze Ruhm gehört dem Eichhörnchen. Jetzt zum ersten und zweiten Platz. Oh, ich wünschte, ich könnte den zweiten Platz belegen. Rogi hat es wirklich toll gemacht. Komm, hör auf damit. Die Abstimmung ist vorbei. Hey, Rogi, was ist passiert? Bist du krank? Jetzt verkünde ich mit Stolz den diesjährigen ersten Platz. Dieses Jahr geht der erste Platz an den Zombie-Bus Rogi. Rogi, was ist mit deinen Augen los? Hör schon auf, rumzualbern. Du hast den ersten Platz gewonnen. Oh, was machst du denn? Misch das Make-up ab. Oh, Rogi attackiert mich. Was? Ayes Augen sind rot geworden. Das gibt's doch nicht. War das ein echter Zombie? Alle evakuieren bitte das Gebäude. Zombies hier! Oh nein, meine Beine sind abgefallen. Ich brauche Hilfe. Halt! Schnell, verschwinde! Du bist in Gefahr! Hart wird jetzt auch ein Zombie! Das wird lustig! Eine unheimliche Nacht! Das Bauteam hat sich vor einer alten Fabrik versammelt. Das ist also unser neues Projekt. Sieht gruselig aus. Warum müssen wir das nachts machen? Das geht ja nicht anders. Wir können keine Bauarbeiten während des Tages machen, wenn die Schüler noch Unterricht haben. In Ordnung. Fangen wir an. Okay. Okay. Ja. So. Hä? Was war das? Was ist das, Poco? Das sieht aus wie ein Reifen. Oh. Oh. Das kann nicht sein. Was? Was ist los? Nun, ich habe diese Geschichte über einen Geisterlaster gehört. Dem ein Reifen fehlt. Ein Gespensterlaster? Ja, es gab einen Unfall in diesem Gebäude. Und es heißt, er sucht hier jede Nacht seinen fehlenden Reifen. Was, wenn das der fehlende Reifen des Geisterlasters ist? Keine Chance. Geister gibt es doch gar nicht. Er hat recht. Machen wir mit der Arbeit weiter. Was war das für ein Geräusch? Könnte das der Geisterlaster sein? Das ist unmöglich. Das ist doch nur ein Gerücht. Ist das der Gespensterlaster?
Wow. Es kann ein bisschen dauern, bis ihr alle repariert seid. Ich versuche, so viel wie möglich zu schaffen, aber es wird wahrscheinlich bis morgen dauern. Ihr solltet hier bei mir bleiben, bis ich alles fertig habe. Okay. Was ist euch denn passiert? Das glaubst du nie. Aber wir haben gestern ein Gespenst gesehen. Was? Ein Gespenst? Ihr habt ein Gespenst gesehen? Oh. Hallo, Kinder. Ist das wirklich wahr? Habt ihr wirklich eins gesehen? Ja, es hat laut geschrien und Kisten umgestoßen. Wir hatten solche Angst. Ein Gespenst? Wie unheimlich. So habt ihr euch also verletzt. Erzählt uns mehr, bitte. Los geht's, Kinder. Ihr kommt noch zu spät. Okay. Ihr müsst es uns erzählen, wenn wir zurückkommen. Okay. Ein Gespenst, wie unheimlich. Das ist doch gar nicht unheimlich. Angsthase. Was? Eigentlich habe ich gar keine Angst. Aber du hast gerade gesagt, dass du Angst hast. Habe ich nicht. Na, willst du wetten? Eine Wette? Ja, dann lass uns doch zur Baustelle fahren und sehen, wer dort mehr Angst hat. Gut, Kleinigkeit. Dann fahren wir heute Abend dorthin. Okay. Ich hoffe, Ihnen passiert nichts. Das sieht so unheimlich aus. Aber ich kann vor Rogi keine Angst haben. Es sieht wirklich gruselig aus. Aber ich kann nicht gegen Tayo verlieren. Fahren wir rein. Okay. Huch, das sind Tayo und Rogi. Was machen die denn hier? Ha, ich werde sie erschrecken. Freunde! Oh nein, sie sind weg. Wirklich? Ja, da war wirklich ein Gespenst. Es war so gruselig. Oh, zum Glück sind wir entkommen. Ihr hättet vielleicht nicht so viel Glück gehabt. Wie unheimlich. Hey, Freunde. Speed! Was führt dich her? Oh, ich wollte mich entschuldigen. Ich habe euch gestern Abend erschreckt. Es tut mir leid. Was? Ihr seid beide so schnell weggefahren, dass ich es euch nicht sagen konnte. Also, ihr beide seid wegen Speed weggerast und nicht wegen einem Gespenst? Ihr seid solche Angsthasen. Was? Angsthasen? Komm schon, Garni, geht mir zur Arbeit. Okay. Bis bald. Sie haben uns ausgelacht. Also, Rogi, heute Abend fahren wir zurück zur Baustelle. Okay, wir zeigen Ihnen, wie mutig wir sind. So, ihr seid jetzt alle startbereit. Wirklich? Aha. Ihr könnt jetzt alle zurück zur Baustelle fahren. Zur Baustelle? Aber Hanna, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit, zurückzufahren. Können wir noch etwas länger bleiben? Naja, also ich denke mal, wenn ihr das so wollt. Vielen Dank, Hanna. Tayo, der kleine Bus. Ich bin kein Angsthase. Denen zeige ich's. Ich werde heute Abend zurück zur Baustelle fahren. Wir sind da! Entschuldigung. Hast du diese Katze gesehen? Vermisste Titi. Eine Katze? Ich glaube nicht. Oh, wirklich? Ist das deine Katze? Ja, sie heißt Titi. Und sie gehört zu meiner Familie. Aber ich habe sie leider in einem Park in der Nähe verloren. Oh nein, wie schade. Keine Sorge, du findest sie bestimmt wieder. Ich sag dir Bescheid, falls ich sie irgendwo sehe. Vielen Dank. Und Spieler Nummer 3 ist da. Ja! Juhu! Er macht das toll! Er ist auch schneller! Ich dachte, die sind krank.
Das habe ich auch gehört. Oh, mein Rücken. Mir ist so schlecht. Was ist mit Spieler Nummer 3 los? Also ich habe gehört, dass Sie nicht gearbeitet haben, weil Sie sich vor einem Gespenst fürchten. Das sind ja richtige Angsthasen. Spieler Nummer 3 liegt zurück. Was ist nur mit ihm los? Ich glaube, Sie haben uns gehört. Waren wir. Und Spieler Nummer 3 liegt im Staub. Es ist jammerschade. Die ganze Nachbarschaft lacht über uns. Und wir können unsere Arbeit nicht länger aufschieben. Aber was, wenn das Gespenst noch da ist? Ja. An diesem Abend fuhren Tayo und Rogi zurück zur Baustelle. Diesmal schaffen wir es reinzufahren, Rogi. Ja, wir werden es Ihnen schon zeigen. Los geht's. Okay. Ich habe Angst. Ich auch. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Okay. Ich glaube nicht, dass das Gespenst hier ist. Vielleicht ist es weggelaufen, als es uns sah. Vielleicht. Was war das? Das kann nicht sein. Das Gespenst ist zurück! Poco! Was treibt ihr beiden denn hier? Es ist gefährlich für euch Kinder, so spät noch hier zu sein. Es tut uns leid. Und? Geht es euch denn jetzt besser? Natürlich, wir fühlen uns toll. Das ist eine Erleichterung. Eigentlich geht es uns schon eine Weile gut. Wir hatten wirklich Angst, zurückzukommen. Wirklich? Ja, leider stimmt das. Aber jetzt ist alles okay. Wir müssen schließlich unseren Job machen. Wir sind alle so tapfer. Ja. Es ist wieder dieses Geräusch. Aber woher kommt es? Von da drüben. Oh, das sind Kätzchen. Was? Was wir gehört haben? Waren also nur Kätzchen. Aber was ist mit den fallenden Kisten? Ja, sie können sie ja nicht runtergeschmissen haben. Das ist bestimmt... Die Mutter der Kätzchen. Die Mutter wollte bestimmt ihre Babys beschützen. Es gab also doch kein Gespenst. Die sieht ja aus wie... Titi? Oh, Titi! Wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und wir haben noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Sind das? Das sind Titis bezaubernde Kätzchen. Sind sie nicht süß? Ja, danke, Tayo. Kein Problem. Aber eigentlich haben die tapferen Bauarbeiter sie gefunden. Richtig? Naja. Tapfer würde ich nicht gerade sagen. Eigentlich haben wir sie gefunden. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Nicht der Rede wert. Titi, die Katze, wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben. Und die Geschichte vom Gespenst wird ein Geheimnis bleiben.